Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wie verschieden sind doch die Geschichten von der Erscheinung des Auferstandenen im Neuen Testament. Sie kennen sicher einige. Und Gott sei Dank ist das so. Man merkt dann gleich, dass das Wie der Gegenwart des Auferstandenen sehr viel mit dem Wem zu tun hat, mit den Menschen, denen er erscheint. Auf ganz besondere Weise dem zerknirschten Simon Petrus, der ihn verleugnet hatte, auf eine fast schon befremdliche Weise dem zweifelnden Thomas und auf eine ganz tröstliche Weise der untröstlichen Magdalena am Grabe. Und vielleicht wird er noch einmal ganz anders erscheinen, auch uns, wenn wir gar nicht mit seiner Erscheinung rechnen. Die Geschichte, mit der wir es im heutigen Evangelium zu tun haben, ist eigentlich keine spektakuläre. Der Auferstandene erscheint nicht in himmlischem Lichtglanz, wie er in künstlerischen Darstellungen oft gezeigt wird. Er geht nicht durch verschlossene Türen, er trägt keine Wundmale. Er taucht ganz zufällig auf, geht ein Stück gemeinsamen Weges mit anderen, mischt sich ein in deren Gespräch und doch ist da ein Geheimnis um seine Gegenwart. Ein Geheimnis, das auch die Geschichte wahrt, gerade wo sie davon spricht. Und dafür will Lukas uns die Augen öffnen. Lasst uns dieser Geschichte folgen. Sie beschreibt einen Weg, einen äußeren von Jerusalem hinunter nach Emmaus und zurück, aber auch einen inneren, von einem Zusammenbruch über einen Umbruch zu einem Durchbruch und schließlich zu einem Aufbruch der beiden Jünger, die da miteinander unterwegs sind. Klopas heißt der eine und der andere ist namenlos. Sie gehören nicht zu den Zwölfen, aber zum Kreise derer, die ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt hatten, der da am Passa in Jerusalem gekreuzigt worden war. Sie hatten seine Taten gesehen, Heilungen, Wunder, ihn reden gehört und geglaubt, dass er der lang ersehnte Messias sei, der Israel befreien werde. Befreien von der verhassten römischen Besatzung. Sein schmähliches Ende hatte sie allerdings solcher Illusionen jäh beraubt. Und bitter enttäuscht kehren sie jetzt der kleinen Schar von Gläubigen in Jerusalem den Rücken und gehen, sobald der Sabbat vorüber ist, am ersten Tag der Woche also, in ihr Dorf zurück. Sie sind niedergeschlagen und bereden miteinander, was während der Festzeit geschehen war. Reden auch über die verwirrten und verwirrenden Gerüchte, dass der Leichnam verschwunden und der Gekreuzigte auferstanden sei. Für Klopas und seinen Genossen nichts als Geschwätz von Frauen, dem nicht zu trauen ist. Menschen, die eine schwere Enttäuschung erlitten haben, trauen ohnehin nicht mehr so leicht, wem oder was auch immer. Sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit dem Verlust dessen, woran ihr Glaube hing. Und das kennen wir vielleicht auch. Nach dem Zerbrechen einer Liebe etwa, nach einem Schicksalsschlag, der unsere Lebenspläne zunichte macht, oder nach einer Erfahrung, die uns mit uns selbst entzweit. Und so geht es den beiden. Sie kehren dem, was war, den Rücken. Sie gehen weg,
äußerlich und innerlich, weg vom Ort des Zusammenbruchs ihrer Hoffnungen, weg von Jerusalem. Aber während sie sich entfernen, ist da ein anderer, der sich nähert. Uns, die wir die Geschichte hören, wird gesagt, das ist Jesus. Ihnen sind die Augen gehalten. Er geht ihnen nach, wie der gute Hirte den verirrten Schafen seiner Herde, damit sie nicht verloren gehen. Er schließt sich ihnen an, er hört ihnen zu. Sie halten ihm vor, dass er keine Ahnung habe von all dem, was in Jerusalem passierte, während doch eigentlich sie es sind, die keine Ahnung haben, was dort geschah mit ihm und was jetzt geschieht mit ihnen. Ganz allmählich jedoch auf dem Weg, den sie nun zusammen weitergehen, die beiden mit dem Dritten, kommt es zu einem Umbruch der Stimmungen und im Gespräch, in das sich jener bald aktiv einschaltet. Seid ihr vielleicht nicht in falschen Vorstellungen gefangen von dem, was den Erlöser betrifft, fragt er sie. Steht es nicht bereits in der Schrift, dass der Knecht Gottes leiden müsse und sterben? Und er fing an bei Moses und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht, heißt es in unserem Text, der in der Schwebe lässt, ob dieses über ihn sich auf den Messias bezieht oder auf Israel oder auf den, der mit ihnen redet. Für die beiden, die ihn weder kennen noch erkennen, bleibt das ebenfalls offen. Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete, werden sie später sagen, und als er uns die Schrift aufschloss. Sie hatten ihn von sich erzählt und von ihrem Schmerz, und er hatte ihnen etwas anderes gezeigt, nämlich den Schmerz Gottes, den der auszuhalten hatte, der am Kreuze hing. Er lenkte ihre Aufmerksamkeit von sich selber weg auf die Tora und die Propheten, die von einem Knecht und Gesalbten Gottes kündeten, der an dieser Welt und in dieser Welt leiden werde und leiden müsse um der Verschuldungen der Menschen willen. Ob die beiden Jünger verstanden, was er meinte? Zumindest sprang ein Funke über, ein Funke des Glaubens, der ihnen so gründlich abhanden gekommen war und ohne den sich ihnen alles verdunkelt hatte. Das Wort Gottes, die heiligen Schriften, ihre eigenen Erfahrungen, der Sinn ihres Daseins, das Schicksal und die Zukunft der Welt. Über ihrem Gehen und Reden ist es dann allmählich spät geworden und sie nähern sich bereits dem Dorf, wohin die beiden Jünger unterwegs sind. Und er tat so, als wollte er weitergehen, heißt es von Jesus, damit sie ihn einladen sollten. Denn ohne eingeladen zu werden, bleibt der nicht, der sich ihnen als Weggefährte zwar angeboten, aber nicht aufgedrängt hatte. Jetzt sind sie es, die ihn nötigen. Herr, bleibe bei uns, denn der Tag hat sich geneigt. Vielleicht fürchten sie wieder in Schmerz und Bitterkeit zu versinken, in ihrer Enttäuschung an Gott und an sich selber. Ihrem Gefährten trauen sie offenbar zu, sie in neuem Vertrauen zu bestärken, sie aus ihrer Niedergeschlagenheit herauszuführen und ihre Herzen zum Brennen zu bringen.
Ihre Bitte, Herr, bleibe bei uns, denn der Tag hat sich geneigt, ist in der späteren Christenheit zu einem der schönsten Nachtgebete geworden, weil Menschen immer wieder des Beistandes bedürfen, wenn es dunkel wird, am Abend des Tages, am Abend des Lebens und am Abend der Welt. Wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und der Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. Jesus lässt sich bitten und er bleibt, erzählt Lukas weiter. Er geht zu ihnen hinein, heißt es. Auch das kann man wörtlich und im übertragenen Sinne verstehen. Er bleibt bei ihnen wenigstens einen Augenblick, damit sie nicht bleiben, wo sie sind, innerlich nicht und äußerlich nicht. Und jetzt kommt es zu dieser bewegenden Szene, eben zu einem Umbruch, der zu einem Durchbruch führt. Denn der Gast wird zum Gastgeber. Er eröffnet das Mahl mit dem Lobpreis, mit dem Tischgebet und dann bricht er das Brot und gibt es den anderen, so wie das jeder jüdische Hausvater am Sabbatabend tut und wie Jesus es unzählige Male getan hat mit allen, bei und mit denen er zu Tische gesessen hatte, mit Fischern und Zöllnern, mit Gelehrten und Sündern, mit Vornehmen und mit Außenseitern. Ein letztes Mal mit seinen Jüngern zu Passa in der Nacht, in der er verraten worden war. Ob unsere beiden Emmaus-Jünger auch dabei gewesen waren, wissen wir nicht und das ist auch nicht entscheidend. Denn sie erfahren jetzt in ihrem eigenen Hause ganz real, was sie vor seinem Tod mit Jesus immer wieder erlebt hatten. Dass er Menschen ohne jegliche Vorbedingung Gemeinschaft anbot und anbietet, egal wer sie sind, woher sie kommen, was sie glauben und ob sie überhaupt glauben. Und es geschah, als er sich mit ihnen zu Tische gesetzt hatte, dass er das Brot nahm, den Lobpreis sprach, es brach und ihnen gab. Da wurden ihnen die Augen aufgetan. Und sie erkannten ihn. Und schon war er nicht mehr da. In einem Augenblick begreifen sie, beim Brechen des Brotes erkennen sie, und er ist plötzlich weg, nicht mehr zu sehen. Der Auferstandene lässt sich nicht festhalten. Und nun sehen sie sich eben nochmals getäuscht, kommt es erneut zu einem Zusammenbruch aller Illusionen? Im Gegenteil, es kommt zu einem Aufbruch. Die beiden brechen auf, lassen alles stehen und liegen, kehren um, gehen den Weg zurück, den sie gekommen sind, zurück nach Jerusalem, zurück zu den Jüngern und Aposteln, zurück zu den Frauen und der kleinen Schar von Gläubigen, von denen sie sich getrennt hatten. Sie wollten mitteilen, was sie erlebt hatten, wie beim Teilen des Brotes der Auferstandene von ihnen erkannt worden war. Und wie sie bei ihren vormaligen Glaubensgenossen und Jüngern Jesu ankommen, erfahren sie mit Verwunderung und mit großer Freude, dass der Auferstandene auch dem Simon Petrus und vielen anderen erschienen sei. Klopas übrigens, so nimmt man an, sei später einer von den Zwölfen geworden. Sie wissen ja, dass Judas, der Verräter, sich in seiner Verzweiflung erhängt hatte. Sein Nachfolger im Kreise der Apostel wurde Jakobus, der sogenannte Herrenbruder. Und als der den Märtyrertod erleiden musste, habe man an seiner Stadt den Klopas in den Kreis der Zwölf gewählt, in die Leitung
der Jerusalemer Christengemeinde. Ob sich das historisch halten lässt, ist weniger interessant, als was man damit sagen will. Sein Zeugnis und das seines Gefährten aus Emmaus wurde konstitutiv für den Glauben der christlichen Gemeinde, die sich fortan immer am ersten Tag der Woche zum Gottesdienst versammelte, wie wir es noch heute tun. Der Evangelist Lukas will ja auch nicht nur Historiker sein, sondern in erster Linie Zeuge des Auferstandenen und uns sagen, genau wie damals Jesus mit den beiden Emmaus-Jüngern, genauso ist Christus auch bei uns und mit uns. Wo wir uns entfernen, nähert er sich und begleitet uns auf unseren Wegen, selbst wenn wir in die verkehrte Richtung laufen. Er holt uns ein und ab, gerade dort, wo wir sind, unauffällig, als Weggefährte oder Tischgenosse. Er hilft uns verstehen, wer Gott ist, indem er uns seinen Willen kundtut, nicht nur mit Worten, sondern mit seinem Leben. Und er traut uns zu, dass wir aufbrechen und in die richtige Richtung gehen, um zurückzufinden in die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn wir Abendmahl feiern, tun wir heute nicht, dann tun wir dies im Vertrauen, dass Christus uns dort so begegnen will, wie er den Emmaus-Jüngern begegnet ist, als Gast und als Gastgeber, der uns Gemeinschaft anbietet, ohne Bedingungen zu stellen, der uns herausholen will aus dem Kreisen um uns selber, aus dem Gefangensein in unseren Enttäuschungen, in unserem Versagen, in unserer Schuld, der uns hinführen will zu dem, der uns annimmt, so wie wir sind. Es sind seine Worte, die wir hören beim Teilen des Brotes und über dem Kelch. Das ist mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch vergossen. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und seine Einladung anzunehmen ist es, genau wie bei den Emmaus-Jüngern, nicht entscheidend, wie und dass wir alles begreifen und richtig verstehen. Entscheidend ist allein unsere Bereitschaft und unser aufrichtiges Gebet: Herr, bleibe bei uns. Herr, komm zu mir. Ich lade dich ein in mein Haus. Ich lasse dich sehen, wie es bei mir aussieht. Ich bitte dich herein in meine unaufgeräumte Wohnung, wo ich verstecke, was andere nicht sehen sollen, wo ich mich manchmal vor mir selber verstecke. Ich bitte dich herein, damit du mir heraushilfst aus allem, worin ich gefangen bin. Tritt ein unter unser Dach, auch wenn deine Kirche, unsere Gemeinde, deiner nicht würdig ist. Auch wenn wir oft nicht einmal erkennen, wer du wirklich bist. Komm mit deinem Wort, entzünde unsere Herzen, teile mit uns, was Leib und Seele brauchen, was unsere Gemeinschaft stärkt und unsere Herzen fröhlich macht. Teile mit uns und schenk uns, was wir uns nicht selber geben können, Trost und Kraft und neuen Mut, Hoffnung und einen zuversichtlichen Glauben. Gott zur Ehre und uns zum Heil. Amen.